Aber ich habe mal eine andere Frage. Sie sind da ein Fachmann. Was halten Sie denn vom Obstwaschen? Also die Bakterien von einer Stelle zur anderen wischen. Hat das keinen Sinn, Obst zu waschen? Nee, wie wollen Sie denn die Bakterien wegnehmen, wenn da welche wären? Was müsste man denn eigentlich tun, um Obst steril und sauber zu kriegen? Also ich meine nicht steril, aber sauber zu kriegen? Sauber. So essen, wie die Natur es uns bietet. Einschließlich aller Fingerabdrücke der Obstpflücker? Ach ja, ich denke, dass die da nicht immer so krank. Ich habe von Ihnen mal gelesen, Sie hätten gesagt, jeder Mensch muss jeden Tag ein bisschen Dreck essen. Stimmt das? Ja, da werden sogar 5 Gramm angegeben. Ich habe die nie abgewogen, aber es geht mir ganz gut. Was meinten Sie denn damit? Dass man nicht so pingelig sein soll. Wir wissen es ja bei kleinen Kindern, Mütter zum Beispiel, die Kinder haben, die den ganzen Tag waschen, die gedeihen nicht gut. Die müssen sozusagen im Dreck und Speck aufwachsen. Wir müssen uns ganz frühzeitig tatsächlich an die Bakterien gewöhnen. Ich meine das sehr ernst. Also Sie haben auch nichts dagegen, wenn so ein Kind mal Hundekot in den Mund nimmt, schön harten. Aber wenn es ihm schmeckt, dann würde ich das nicht. Aber sonst stecken doch die Kinder alles gerne in den Mund. Herr Professor Dr. Brucker, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Also kein Fanatiker.